Attacke. Dicke Raketen habt ihr da. Na, rüberspringen werde ich da bestimmt nicht. Den Anti-Bio-Beam brauche ich auch nicht. Na, schaffe ich es noch, bevor die Rakete kommt? Nein, leider nicht. Immer auf die Kleinen. Ganz schön guter Flieger, wenn ich den nicht treffe. Aber jetzt haben wir ja nichts mehr zu befürchten. Nothing useful. Egal. So, was habt ihr denn Schönes für mich? Sensors, Cloaking, Drone Control. Drone Control, nö. Braucht alles viel zu viel Energie, die ich woanders brauche. Ein bisschen Treibstoff. Wie immer ein bisschen Reparatur. Die Hull Missile, Oder benutze ich lieber die, weil sie schneller zu erreichen ist als die Pegasus? Ich habe noch ein paar Sprünge vor mir. Ich könnte das schon schaffen mit der Pegasus. Auf die bin ich ja extrem scharf. Naja, da kaufe ich mir lieber ein bisschen Convenience-Treibstoff und wir machen einfach mal so weiter. Kommt's mir nur so vor oder sieht mein Schiff manchmal so ein bisschen rosa aus in den Räumen? Das ist mir schon oft aufgefallen. Ob das ein Bug ist oder ob es echt nur meine Augen sind, kann gut sein. So ein bisschen das, als wäre kein Sauerstoff da und dann gucke ich hoch und sehe 100%. Drohnenteile brauchen wir nicht. Wir könnten sogar noch einen. Na, den da oben holen wir uns auch noch. Na, was habt ihr für mich? Ein kleiner Mantis, der nicht zu uns hüpft. Na gut. Aber dann hüpfen wir halt zu ihm. Leute aufpassen. Xemo sieht man immer nicht so, wenn da das... Na, ich lasse ihn mal ein bisschen laufen. Das wird mir doch hier zu heikel. Sehr schön ausgewichen und das Schiff ist meins. Ja, das sieht nach einem sehr guten Run aus. Wir häufen schon wieder. Ohne Ende kriege ich noch einen Sprung hin. Nein, ich will es nicht herausfordern. Das ist so der Punkt. Wenn ich jetzt für mich gespielt hätte, hätte ich den letzten noch mitgenommen. Aber da ich es aufnehme, will ich mir einfach keine zu großen Fehler leisten. So, zwei Stores. Naja, das teuerste, was es geben könnte, wären 125 Scrap. Die habe ich. Also gucke ich mir gleich den Store an, bevor ich noch ein bisschen mehr sammeln würde. Cloaking kostet natürlich 150. Nee. Aber dann kann ich die Hull Missiles verkaufen. Und da habe ich's. Was gibt's sonst noch? Shield Charge Booster. Lieber Cloaking. So auf Stufe 1. Um Raketen aus dem Weg zu gehen. Ja, ich glaube, das mache ich. Einfach, weil ich kann. Zack.
Es wird interessant. Damit lässt sich echt schon ganz schön viel spielen. Brauche ich noch mehr Energie? Die hole ich mir bald. Und dann hüpfen wir doch mal komplett durch alle Nebelsektionen und holen uns ordentlich Kohle. Hallo Sultans. Man muss hier echt vor gar nichts aufpassen. Komm, wir ärgern euch mal. Ein Rock und ein Angie. Und was ist das letzte? Noch einer. Oh ja, jetzt habe ich es ausprobiert, weil er noch sehr gut drauf war. Man verletzt seine eigenen Leute. Na, das ist ja mal ein Ärger. Aber ich krieg euch trotzdem. Haha, jetzt renne ich ihm hinterher. Muss ich meine eigenen Waffen gar nicht mehr anstrengen. Da will er aber auch vor mir weg, ne? Ja, komm, das hältst du aus. Zack, und meins. Das ist doch ein Heimspiel. Das meine ich. Deswegen spiele ich auch einfach gerne mal auf Easy. Man kann ein bisschen Glück haben, hat einen wunderschönen Run und hat das Gefühl, man könnte es. Dann spielt man auf Normal und kriegt einen reingedrückt. Turn and Fight. Wow, ihr habt ja ganz schön viele Leute da. Was machen wir? Ihr habt eine Mine. Oder so eine Teleporter-Bombe. Ich warte erstmal, bis sie kommen. Da sind sie. Nur zwei Menschen. Wenn man ganz genau darauf wartet, bis da. Jetzt macht sich die Bombe gerade bereit. Und da ziehen wir uns einfach mal aus der Affäre. So, eine Krankenstation habt ihr nicht, aber euer Schiff ist ganz schön unter Beschuss. Deswegen werde ich es mir verkneifen, rüber zu springen. Das ist mir nämlich auch schon passiert. Dass ich meine Leute dann in den Tod schicke. Na, kriege ich nicht beide? Was habt ihr mir anzubieten? Ein bisschen Fuel und Scrap? Nö. Nö, nö, nö. Ja, gute Ausbeute. Sehr gute Ausbeute. Schon wieder 150. Was haben wir hier? Heavily Damaged Federation Ship. Ah, wir könnten jemanden rüberholen. Nee, wir haben alle Leute, die wir brauchen, ganz ehrlich. Da holen wir uns eher Probleme ins Haus. Oh, höre ich da Feuer an Bord? Oder ist es nur der Nebel? Ja, da habe ich mich wohl getäuscht. Oh nee, da brennt's. Wie ist das denn da hingekommen? Da habe ich nicht aufgepasst. Oh Mantis, warum seid ihr so schlecht im Feuer ausmachen? Und weiter. Oh. Was haben wir hier?
Plasma Storm, ein Rebel Schiff. Wir können es uns eigentlich leisten. Machen wir unser Cloaking an. Okay, sind wir durch. Hätten wir wahrscheinlich auch kämpfen können, so stark wie wir sind, aber müssen uns ja nicht alles mitnehmen. Naja, da haben wir es doch gleich als Strafe. Eine dicke Rakete, damit lässt sich umgehen. Er hat einen Laser. Ich schraube mal meine Waffensysteme ein bisschen runter und setze eher auf meinen Teleporter. Na, ich glaube... Folgendes. So ein bisschen handeln. Er hat keine Krankenstation. Aber ich will meine Leute da drüben auch nicht verlieren. Also springe ich mal direkt... Oh, sie kommen ja selbst. Sie haben einen Teleporter an Bord. Und da sind sie. Na gut. Wenn man vom Teufel spricht. Schaffe ich es noch, den Teleporter kaputt zu machen? Ja, ihr bleibt da und krepiert. Und fix heilen. Das brauche ich noch. Jetzt muss ich aufpassen. Ich werde den ganzen Sachen nicht ausweichen können mit meinen 25%. Aber irgendwie muss ich die ja wieder hochheilen. So, da kommen die Schüsse und die Rakete und schwupps, bin ich weg. Hier schießt auf niemanden mehr. Hallo. Oh ja, macht es Spaß. Toll, dass wir einen Teleporter gefunden haben. Richtig cool. Nummer 1 ist schon mal weg. Und Nummer 2 hole ich mir auch. Oh, wie fies. Jo, das wär's. Piece of cake. Oh, ich muss mal drauf achten. Vielleicht sollte ich es bei einem... Naja, wann sollte jetzt noch ein einfacher Gegner kommen? Aber mein Gedanke war gerade mal, mit den beiden Slug rüber zu springen, mit Finrak und Cephestia. Bestimmt aber nicht da. Na, was sollen wir da noch anschmeißen? Eigentlich komplett egal. Da macht man sich auch einfach mal unsichtbar. Jetzt der Test. Komme ich eigentlich mit den Ionenwaffen durch zwei Schilde durch? Nee, sehr knapp. Wenn ich das vorher benutze, bin ich mir nicht sicher. Okay, ich schaffe es gerade nicht. Das heißt, wenn ich hier nicht kurz die Pegasus anschmeiße... Ich keine Chance. Oh, die ist langsam. Ist die langsam. Naja, aber mehr Raketen muss ich nicht verschwenden. Ist sogar der richtige Mantis an den Waffen und trotzdem braucht sie so unglaublich lange.
Über den einen Kommentar musste ich ja wirklich sehr lachen. Da ist jemand, der die ganze Zeit mit dem Mantisschiff rumfliegt und sich ärgert. Ups. Nicht vergessen, mich zu kümmern. Und sich ärgert, das Slugschiff nicht zu bekommen. Und ich mach's genau andersrum. Ich flieg mit dem Slugschiff rum und ärgere mich, wo zur Hölle bleibt das Mantisschiff. Es kommt einfach nicht. Nö, will nicht. Genauso wie das Crystal-Schiff. Mann, wie oft hatte ich schon kurz davor. Was machen wir denn jetzt? Wir wollen ja unbedingt unsere Waffen haben. Also müssen wir uns auch drum kümmern. Die Energie werden wir sowieso irgendwann gebrauchen, können wir uns die gleich mal kaufen. Das stört ja nicht, wa? Wir haben genug Scrap, um die Rebellen zu verlangsamen. Ach ja, das kann man doch zwischendrin mal machen. Dann haben wir jetzt ordentlich Zeit hier zu erkunden. Was haben wir hier? Plasmasturm. Ach so, durch unser Piloting können wir uns da ganz vorsichtig durchmanövrieren. Wir kriegen 26 Scrap und noch einen Mantis. Entschuldigung, Junge, aber wir brauchen dich einfach nicht. Ryan ist einfach zu gut ausgeleert, ansonsten würde ich einen Menschen immer rausschmeißen. Tschüssi. Und der will ganz fix wegspringen. Nö, nicht mit uns. Geben wir alles. Ja, so langsam können wir auch mal ein bisschen um uns schmeißen. Buja. So, das war wohl nichts. Und weiter. Na, schaffen wir den großen Sprung da oben oder? Na, wir gehen mal nach hinten rum. Sind wir ganz dreist und fliegen den Rebellen wieder entgegen. Attack the Pirate. Ja, wieso sollten wir ihn wegjagen? Deswegen vielleicht. Weil er 3 Schildpunkte hat. Aber das ganze Spielchen machen wir doch mit, oder? Das sollten wir doch mitmachen. Achso, Rakete hat gerade geschossen. Ein Glück bin ich nicht, habe ich nicht geschlafen. Ich würde ganz gerne ein bisschen Schaden bei denen anrichten. Genau. Bevor ich nämlich jetzt gleich rüberspringe. Rakete hat leider getroffen. Egal, nehmen wir mit. Der nächste Schaden geht auf die Krankenstation. Na, da kommt die nächste. Können wir nichts gegen machen. Doofe Entscheidung. Ich mach's mal so. Ja.
Und weg. Na, jetzt wird's doch ein bisschen viel. Ja, muss ich zugeben. Aber wir sind ja gut mit dem Mantis springen. Das haben wir schon häufig bewiesen. Und zurück. Da kommt die Rakete und ich habe sie verpennt. Ärgerlich, ärgerlich. Oder geht's jetzt noch? Ja, es geht. Ach komm, ich will meine Raketen nicht verschwenden. Oh, dummes Timing. Na, jetzt wollen sie sich freikaufen. Da ich das Gefühl habe, dass sie sonst gleich wegspringen, nehme ich es mal an. Es war ein komischer Kampf, habe ich mal kurz ein bisschen den Überblick verloren. Ah, ist dann auch mal gut gegangen. Nix zu holen. Noch ein Sprung. Und ein kleiner Rock. Ohne Krankenstation. Na, das schmeckt uns doch besonders gut. Das war Nummer 1. Na komm, da müssen wir uns doch überhaupt keine Mühe geben. Ja, dich mal kurz in Schutz nehmen. Oh, 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 oh. Na, 14 hat er noch. Schafft das? Mann, Mann, Mann. Burst Laser Mark 1. Xemo hatte noch 6 Lebenspunkte. Hat er gut überstanden. Burst Laser. 2 Energie für 2 Schüsse. Die schlechte Variante von dem Dual Laser, mit dem ich angefangen habe. Brauche ich die Feuerkraft? Vielleicht gegen den Heavy Iron? Die lässt so langsam nach. Ich glaube, die tausche ich aus. Heavy Iron raus, dafür den Burst Laser, ein bisschen mehr Feuerkraft. Ja, das sollte die richtige Taktik sein. So, ansonsten ist alles in Butter. Uns geht's ziemlich gut. Wir sammeln ordentlich Scrap. Ich würde sagen, sehr schöner Run. Ich freue mich beim nächsten Mal zum Boss zu kommen und den hoffentlich zu legen. Ich mache hier einfach mal Schluss und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.